Tja, hallo und guten Morgen oder guten Abend oder guten Tag oder wie auch immer. Ja, wann auch immer ihr das dann schaut. Neuer Tag. Ich habe gesagt, ich mache heute die Quest. Ja, und dann wollen wir das mal tun, ne? Ich habe heute Mint-Cookie mitgenommen. Ich habe mir nämlich sagen lassen, dass man da ein bisschen mehr reiten muss. Und da wollte ich dann doch nicht mit so einem magischen Urpferd, ja, da so rumkriechen. Wie auch immer. Also, der Mint-Cookie heute mal dabei, mal wieder. Dann wollen wir doch mal schauen, was Steve hier von uns möchte. Guten Morgen, Steve. So, Midsommar in Jorvik. Hallo Ximena, in Jorvik feiern wir jedes Jahr das traditionelle Midsommerfest. Midsommar ist der längste Tag des Jahres, wenn die Sonne lange scheint und die Nacht ganz kurz ist. Das nennt man Sommersonnenwende. Diese Tradition existiert seit Ewigkeiten und jedes Jahr gibt es viel vorzubereiten. Meistens bleiben diese Aufgaben an mir hängen. Hast du Lust, mir dabei zu helfen, das Midsommerfest in Silvergate vorzubereiten? Naja, aber klar doch. Wir haben ja... Ne? Also, nö, klar. Oh cool, ich bin mir sicher, dass wir es schaffen werden, Midsommar nach Silvergate zu bringen. Setz dir deinen Strohhut auf und los geht's. Ne, nix Strohhut, ich habe mir hier schon den Kratz gekauft. Ich finde ihn nämlich ganz witzig und den möchte ich ganz gerne auch tragen. Da musst du durch, Steve. Also, ne? So, lange Bäume. Diese Tradition kann manchmal etwas befremdlich auf Menschen aus anderen Regionen wirken. Hier in den nördlichen Breitengraden ist es jedoch etwas sehr Normales. In Jorvik bauen wir Midsommerbäume auf und machen ein Midsommerfeuer. Wir fangen mit den Midsommerbäumen an. Man nennt sie auch Maibäume. Diese Bäume werden in Blätter eingewickelt. Es kommt von der deutschen Tradition an besonderen Tagen mit Blättern zu schmücken. Naja, also mal was Deutsches, ist doch toll. Als erstes müssen wir die Bäume holen. Sie liegen direkt hier. Nimm sie. Wir feiern immer an unterschiedlichen Orten. Aber letztes Jahr dachte ich, dass die Everwindfelder dieses Jahr am besten sind. Genau zwischen Marley und der halbfertigen Reitbahn der Baroness. Nimm die Bäume und bring sie zum Festplatz nördlich von Marleys Koppel. Ich werde inzwischen die Einladung schreiben. Ja, dann gucken wir aber doch mal gleich. Entschuldigung. So, was hier noch mitzunehmen ist. Um die Bäume zu verkleiden zu können, brauchen wir Blätter. Massenhaft wunderschöne grüne Birkenblätter. Im Gebiet um Silverglade in Richtung Weingut gibt es viele Birken. Sammel so viele Blätter, wie du tragen kannst und bring sie zum Festplatz. Komm dann zu mir zurück. Ja, das passt auch wohl ganz gut. Müssen wir nur mal gucken, wo sind denn hier die Stämme? Wo sind denn hier die Stämme? Oder habe ich die schon? Ne, die habe ich nicht. Also gleich hinter mir wäre ja, dann hat er doch gesagt, wäre ja hier irgendwo. Ah, da. Dann mal zu den Stämmen. Zack und zack. Ach, guck mal, was für eine nette Anzeige. Das ist ja echt mal praktisch. Okay, also die zwei Stangen, die wir mitnehmen sollen, haben wir schon. Jetzt brauchen wir noch ein paar Birkenblätter. Okay, also 20 Stück. Na, dann werden wir doch mal suchen gehen, ne? Hilft ja nichts. So. Die Birkenblätter. Das liegt doch alles jetzt eigentlich auf einem Weg. Das ist doch schon mal ganz gut. So. Ich hatte ja gestern während des Updates schon mal gesichtet, wo denn der Festplatz wohl ist. Das war relativ einfach. Da, wo alle waren gestern, da ist dann wohl auch der Festplatz. Also von daher weiß ich schon mal in etwa, wo ich hin muss. Hier sind Birken, aber bisher nichts an Blättern zu sehen. Also es glitzert zumindest nichts. Blätter sehe ich schon. Dann wollen wir mal hier hoch. Da ist doch schon mal was. Na gut, aber wir brauchen 20. Also von was? 1, 2 kommen wir auch nicht viel weiter. Mal gucken. Okay, also 2 haben wir schon mal. Da geht das weiter. Ah ja, gut. Hier ist es also sehr blättrig. Das ist gut. 6 haben wir schon. Na, na, na. Es ist wieder früh am Morgen. Ich bin ja so der frühe Vogel. Na, früher Vogel fängt den Wurm. Aber in dem Fall fange ich jetzt hier mal Blätter. So. Ah ja, hier ist jede Menge. Zack. Zack. Ach, das geht doch ganz flott vonstatten hier. Oh, da noch und
da noch. So, mein Gott. Brauchen wir jetzt noch eine Stelle, die glitzert. Die sollten wir dann finden, denke ich noch. Mal gucken. Da sehe ich sie auch schon. Prima. So, dann haben wir schon mal die Blätter. Das heißt, schon mal, wir haben die Blätter. Dann mal los zum Festplatz. Jo. Okay. Also eigentlich wollte ich jetzt ganz galant und elegant vor allem über diese Mauer springen. Aber na gut. So. Aha. Gut, die Stangen, die Blätter haben wir schon mal abgeliefert. Ja, prima. Ja, und dann haben wir jetzt den Vorteil, oder ich habe jetzt den Vorteil, dass ich ja nun bei Steve wohne. Ich brauche mich also einfach nur abholen zu lassen. Und bin dann gleich auch wieder da. So, Steve. Blätter und Stangen haben wir mal abgeliefert. Sind die Stangen, wo sie hingehören? Super. Ja. Die Blätter sind da? Gut, gut. Bald werden die Bäume mit den grünsten aller Blätter verkleidet. Das wird ein Spaß. Die Wiesenblumen blühen zurzeit in voller Pracht. Und das ist sehr gut, da wir massenhaft davon brauchen, um die Bäume zu dekorieren. Wir brauchen viele wilde Wiesenblumen. Die wildesten, die es gibt. Man kann sie in den Everwind-Feldern finden. Sammle Blumen und lege sie in einen kleinen Haufen auf dem Festplatz. Komm zu mir, wenn du fertig bist. Ja, also, dann wollen wir mal wieder zurück. Naja, also Midsommerfest heißt reiten, 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 hin und her und her und hin. Aber na gut, wir haben ja den flotten Mint-Cookie dabei. Und ich habe einen Frosch im Hals. Was macht denn der da, Mensch? Verschwindet aus meinem Hals. Da kann uns das ja hier alles nicht mehr schocken. Mal sehen, wo wir hier die Blumen finden. Na, versuchen wir das nochmal mit der Mauer. Vielleicht klappt das ja jetzt. Na, guck. Okay, also, wir sind zumindest drüber gekommen. Ah, Blumen. Jede Menge Blumen. Wie viel brauchen wir denn da? 15. Ach, guck mal. Und so viele verschiedene Farben. Zack. Und dabei noch was Rotes. So. Jetzt haben wir schon mal 5. Naja, immerhin. Hier geht's weiter. Blaue Blumen. Nochmal blau und gelb. Weiß und rot. Dann haben wir schon mal 10. Na, das geht doch. Da oben sind auch noch welche. Dann fehlt uns noch eine Blume. Die sollte sich doch wohl irgendwo hier finden lassen. Da ist noch was. Na also. So, noch mal ein blaues Blümchen und dann sind wir damit schon fertig. Dann bringen wir sie mal her. Ach, die laden sich schön alleine ab, die Sachen. Finde ich gut. Ja, und dann wieder mal zurück zu Steve. So, Steve. Blumen haben wir auch erledigt. Was jetzt? Gut, dann sind die Blumen auch an ihrem Platz. Herrlich. Ich kann Midsommer schon in der Luft spüren. Ja, das freut mich. Dann wollen wir den Baum mal aufrichten. Du darfst ihn auch gerne zusammenbauen. Wir machen das eigentlich immer zusammen. Aber dann fragen sich die Leute, warum es noch nicht vorher gemacht wurde. Reite zum Festplatz und kümmere dich um den Baum. Erst muss der Baum aufgestellt werden, dann mit Blättern und erst dann mit Blumen geschmückt werden. Außerdem musst du 2 Blumenkränze aufhängen. Komm zu mir, wenn du fertig bist. Ich mache mir mit den Einladungen weiter. Okay. Blumenkränze, die haben wir aber doch. Wir haben zwar Blumen, aber keine Blumenkränze. Na, werden wir mal sehen. Reiten wir dann mal wieder zurück. Ja. Es ist jetzt irgendwie kurz vor 8 am frühen Morgen, also wie man sieht, das ist immer so die Zeit, wo hier wirklich noch alles ganz gemütlich ist. Naja. Heute soll das ja ganz fürchterlich heiß werden.
zumindest hier in Norddeutschland, wo ich wohne, 31 Grad. Na, ich bin gespannt. Das ist dann ja so Wetter, wo man sich echt nur noch verkriechen kann. Wobei auch Gewitter angesagt sind. Naja. So, jetzt sollten wir ja gleich schon wieder hier am Festplatz sein. Da ist er auch schon. So, mal sehen, kann ich denn jetzt hier vom Pferd aus das machen? Ja, bauen. Aha, da ist schon mal der Baum an sich gebaut, das Gestänge. Und da sind die Blätter, das ist hübsch. Das sieht schön aus. Warte mal, klicken wir hier. So, zack. Und Blumen sind dran. Mal sehen jetzt hier, aha, okay, das ist jetzt hier mit dem... Okay, schon mal der erste Kranz da. Und der zweite. Mal sehen hier. Ja, schön. Das sieht doch schon ganz gut aus. Dann wollen wir uns mal wieder abholen lassen. Und mal wieder bei Steve weiter. Schauen, was er jetzt noch von uns möchte. Und wie das hier alles weitergeht. So. Steve, die Blumen hängen und alles ist schön jetzt. Und nö. Ich kann den Baum sogar von hier sehen. So ein wunderschöner Midsommerbaum. Gut gemacht, Ximena. Was? Er kann den von hier sehen? Das glaube ich jetzt mal irgendwie nicht. Ich kann ihn nämlich nicht sehen. Na gut, aber... Wir müssen den Tisch decken. Barney hat massenhaft Sachen hinterm Silo, die wir benutzen können. Du weißt schon, Holzböcke und so weiter. Bald bin ich fertig mit den Einladungen. Reite los. Ja, okay, also auf zu Barney, zum Silo. Stimmt, da war noch diese ewig lange Tafel, die haben wir da mal vor irgendwie ewig langen Zeiten mal aufgebaut mit dem Festessen, wo ich ja, mich dann immer so ein bisschen gefragt habe, na, das Essen steht da immer noch drauf, irgendwie etwas... Aber gut. Naja, so, Barney, ein langer Tisch, da kümmere ich mich drum. Ich nehme den Traktor und stelle den Tisch am Festplatz auf. Ich sehe den Maibaum von hier. Es wird also kein Problem sein, den Festplatz zu finden. Reite zu Steve und frag ihn, ob du bei ihm noch etwas helfen kannst. Du siehst ihn auch von hier. Also ihr habt alle viel, viel bessere Augen als ich, aber gut. So, wir sind jetzt mal ganz faul und lassen uns selbst die paar Meter abholen. So. Weil zum Reiten kommen wir denn heute wohl noch genug. So, Steve, deinen Tisch habe ich auch besorgt. Midsommeressen in Jorvik. Midsommer in Jorvik wäre nichts ohne ein richtiges Festmahl. Der Ratsmann koordiniert die Herstellung des Essens. Jetzt, wo der Tisch auf seinem Platz ist, kann das Essen eigentlich aufgestellt werden. Reite zum Ratsmann und frag, ob das Essen fertig ist. Ja, kriegen wir hin, aber was hast du noch? Getränke. Gute Getränke sind ein wichtiger Bestandteil des Midsommerfests. Birnensaft, klarer Apfelsaft, naturtrüber Apfelsaft und Paradelimonade. Nur um einige der typischen Midsommergetränke zu nennen. Und nicht zu vergessen, der legendäre Traubensaft der Baroness. Da wird's einem nie trocken hinter den Ohren. Harold koordiniert normalerweise die Getränke für das Fest. Reite zu Harold in Silverglade und überprüfe, ob alles so läuft, wie es soll. Ja, passt doch. Ratsmann und Harold, dann mal los nach Silverglade. Das ist jetzt mal nicht ganz so weit. So, ab um die Ecken. So, guten Morgen, Silverglade. So, Harold, wie sieht's denn mal aus? Ich habe die absolute Kontrolle über die Getränke. Der Tisch ist aufgestellt? Gut, dann werde ich die Getränkelieferung sofort losschicken. Wenn du nichts anderes zu tun hast, kannst du ja Steve fragen, ob er bei irgendwas Hilfe braucht. Die Getränke werden im Nu beim Festplatz sein. Vertrau mir. Ja, mache ich. Ich vertraue dir. Dann mal weiter zum Ratsmann. Mal sehen, wie das mit dem Essen so ist. Man ihm da auch irgendwie bedingungslos vertrauen kann. Steve fragt, ob der Tisch für das Midsommerfest fertig ist? Na klar. Und er ist noch besser als letztes Jahr. Meine gemeinsame geheime Zutat ist die Liebe. Ich bin schließlich Hobbykoch mit großem Potenzial. Sagt zumindest Harold, bei dem ich einen Kochkurs mache. Ich sehe den Midsommerbaum sogar von hier. Ich werde zusehen, dass das Essen dorthin geliefert wird. Ja, super. Dann mal wieder zurück zu Steve. Können wir ihm ja berichten, dass das alles scheinbar läuft. Hoffen wir mal, dass es auch reibungslos läuft. Na, das ist
es ja immer nicht so unbedingt gesagt. Hallo Steve. Eine Tradition, die wir hier in Jorvik haben, ist, dass junge Mädchen, genau wie du, 7 verschiedene Wiesenblumen sammeln und sie unter ihre Kissen legen. Laut der Tradition wirst du in der Mitsommernacht von deiner zukünftigen großen Liebe träumen. Nimm nichts zu ernst, es ist nur eine witzige Tradition. Man könnte annehmen, dass es reicht, einfach irgendwelche Unkräuter zusammenzukratzen, aber nein, es müssen wilde Wiesenblumen sein. 7 verschiedene Wiesenblumen findest du in den Everwindfeldern. Tja, okay, also, ne? War jetzt nicht so mit der großen Freude über unser Essen und Getränke gedünst. Nein, aber gut, es geht weiter. Dann haben wir jetzt das meiste. Baum, Tisch, Essen, Getränke. Ach ja, das Mitsommerfeuer. Die Tradition schreibt vor, dass ein großes Feuer brennen muss. Normalerweise haben die Dörfer immer darum konkurriert, wer das schönste Feuer hatte. Letztes Jahr haben wir uns jedoch dazu entschieden, lieber zusammen ein schönes großes Feuer zu machen. Sammel trockene Äste und baue ein Riesenfeuer. Baue das Feuer in der Nähe des Mitsommerbaums. Komm zu mir, wenn du glaubst, dass du fertig bist. Wenn du die besten, trockensten, größten Äste finden wirst du. Nein, wo du. Achso, wo du die besten, trockensten und größten Äste findest. Es gibt eine kleine Baumgruppe bei Barney Silo. Such dort. Das Wäldlein dort ist bekannt dafür, besonders trockene Äste hervorzubringen. Okay. Also, das heißt, wir müssen jetzt erstmal hier vorne zu der Baumgruppe. Die ist ja, also ich denke zumindest, dass das hier oben die ist, die jetzt hier so geradeaus vor uns liegt. Dann können wir da die Äste sammeln. Mit den Ästen wieder Richtung Festplatz. Mal schauen, ob wir dann die Blumen finden. Aber was ist hier? Na, guck mal, da finden wir schon Blumen. Achso, da ist jetzt keine Anzeige für. Na, schade. Aber gut, für die Äste wenigstens. So, Äste. Zum noch mehr Äste. Ja, das zieht sich hier ganz schön hin, diese Aufgabe. Aber ist ja auch mal schön, ein bisschen was zu tun zu haben. Und Äste sammeln ist, glaube ich, irgendwie eine unserer leichtesten Übungen, wenn ich bedenke, was wir hier alles schon so getan haben. Nicht zu vergessen, auch vor gar nicht allzu langer Zeit, wo wir nach Südhof rüber wollten, ne? Der Bootsbau bzw. die Reparatur vom Motor und was da nicht alles war. Also, da kriegen wir das mit den Ästen dann hin. So. So, die Äste haben wir. Dann geht das jetzt mal gleich hier weiter rüber. Blumensammelnderweise, denn was man natürlich jetzt hier unterwegs findet, wir brauchen mal sehen. 2 von 7 haben wir. Okay, 7 also. Ja, passt ja, ne? Guck mal, hier sind auch nochmal welche. Wir müssen ja Richtung Festplatz. Dann scheint das ja mit den Blumen hier gar nicht so das große Drama zu werden. Ja, die wollte ich aber doch haben, die hübsche rote hier. Hier geblieben. So, jetzt aber. Noch was Weißes auf dem Weg. Und da haben wir sie schon. Gut, dann bringen wir mal die Äste erstmal weg. Jetzt sehe ich den Festplatz auch von weitem, aber ich sehe den also von hier jetzt, ne? Und nicht wieder wie behauptet wurde von allen möglichen, aus was weiß ich was für Entfernungen. Naja, egal. So, da ist die Tafel. So, und schon haben wir die Äste abgeliefert. Na, guck mal, hier, die Tafel steht schon bereit. Mit Essen und Getränken. Kuchen, jede Menge. Baguette und irgendein Auflauf, oder was soll das sein? Käse. Na, toll. Das sieht doch richtig klasse aus. So, dann lassen wir uns mal wieder abholen. Ab zu Steve. Dann können wir das schon mal wieder abliefern. Beziehungsweise, ja, ihm mitteilen, dass wir die Äste aufgeschichtet haben. So, lass mich mal sehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. 7 verschiedene Blumen. Wunderschön. Super, jetzt habe ich hier also wohl diesen Kranz bekommen fürs Pferd. Dann wollen wir doch gleich mal hier... Oh, schick, guck mal. Da ist der Mint-Cookie auch mitsommerlich. So. Ein Mitsommerfeuer. Okay, ich hoffe, es reicht.
Ihr Lieben, ich glaube, ich mache jetzt hier mal einen Cut. Wir haben jetzt schon wieder 20 Minuten fast aufgenommen. Ich würde sagen, ja, in der nächsten Folge geht's dann weiter. Bis dahin. Wünsche euch viel Spaß bei der Quest. Macht's gut. Tschüss.